Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 22. So, in diesem Video geht es um Felder bestellen. Wie bearbeite ich ein Feld? So, es gibt zwei Arten von Felder, ich sag jetzt mal herstellen. Ihr könnt ein Feld selbst herstellen, sobald ihr einen Pflug habt und eine Rasenfläche, die euch gehört, könnt ihr ein Feld selbst erstellen. Dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, hier Felder zu kaufen. Die haben es aber ganz schön in sich. Ne? Das könnt ihr alles kaufen hier. Aber da kostet so ein Feld schon mal 300, 4000 bis 500 bis 600.000. Also ist schon ziemlich doll. So. Also ich zeige jetzt das an einem gekauften Feld. Da waren glaube ich noch Zuckerrüben drauf. Ist aber für dieses Video gar kein Problem. Ihr braucht einen Pflug. Ich habe jetzt hier schon so einen großen. Das ist einfach nur, weil ich ihn habe. Ja, wäre Quatsch, wenn ich jetzt noch einen kleinen kaufen müsste. Ein Pflug, ein Trecker. Dann braucht ihr so ein... Wie heißen die Dinger hier? Kann ich euch gleich zeigen. Moment. Düngestreuer. Davon bräuchtet ihr zwei Stück, wenn nicht schlecht, sonst müsstet ihr immer wieder den Dinger rausholen und den Kalk reinmachen. Deshalb braucht ihr zwei. Da kostet so ein Ding, naja gut, 45.000. Geht. Denn ihr braucht einen für Dünger und ihr braucht einen für Kalk. Kalk braucht ihr, ich glaube, um den Ertragsbonus hochzuschrauben, genau wie den Dünger. Dann braucht ihr eine Walze, kauft ihr auch im Shop, und eine Sämaschine. So, ich habe meinen Kollegen schon mal auf die Yacht geschickt, der kann ruhig ein bisschen mithelfen hier. Also, hat schon gut was geschafft. Runter damit. Oh, warte mal, wir waren schon unten. Dann dingen wir mal das Ding. Ich weiß gar nicht, was ich da noch für Dinger rangeballert habe beim Kauf. Die fliegen auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich da eine kleine Lücke, aber es ist ja nur zum Zeigen. Ne? So. Also entweder stellt ihr da auch einen Helfer ein, der euch ein bisschen unterstützt, oder ihr habt wirklich so viel Zeit und könnt das alleine machen. Das müsst ihr nämlich jedes Mal machen, wenn ihr erntet. Nach der Ernte müsst ihr wieder pflügen. Ist normal. So, das lasse ich jetzt mal so stehen. Komm mal hoch hier. Was ist das denn jetzt hier? Und zusammenklappen. Denn nicht. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen als nächstes. Jetzt zeigt mir hier immer noch die Zuckerrüben an. Ich weiß nicht warum. So, gehört uns. Düngen müssten wir nicht mehr, aber ihr müsst das machen, wenn ihr euer Feld selbst erstellt. Also zeige ich erst trotzdem kurz. Gehört dazu. Also pflügen, dann düngen. Ich glaube, dann kommt der Kalk. Ich habe doch... Hä? Während das zugeklappt ist, kann ich es nicht... Das ist ein Quatsch. Klappen wir halt auf. Ist ja komisch. Und lassen wir stehen. So. Dünger war das hier. Ran damit. Düngestreuer anschalten. Und dann geht es los. Ganz easy.
Ihr könnt auch an den Düngestreuer noch Teile ranbauen, dass ihr einen größeren Radius habt. Aber der Standardradius ist schon ziemlich groß, wie ich finde. So, dann habt ihr das ganze Feld gedüngt. Dann kommt der Dünger wieder weg. Dann holt ihr euch den Kalk. Ich zeige euch auch gleich, wo ihr Dünger, Kalk und Saatgut herbekommt. So, ein bisschen rumkalken hier. Wie? Okay, alles klar. Und an damit. So, das ist wie ausmalen. Ja, das macht ihr auch mit dem kompletten Feld. Wunderbar. Easy going. Dann kommt das wieder weg. Jetzt kommt eure Saat. Am Anfang war ich da ein bisschen perplex. Ich wollte nämlich spezielles Saatgut kaufen, aber ihr kriegt nur Saatgut zu kaufen. Und dann habe ich es halt gemacht, ein paar Säcke, habe das eingefüllt. Ihr müsst dann da ranfahren an den Sack und L3 drücken. Da steht aber alles da. Steht alles beim Autohaus. Da kommt alles raus. So, ich habe jetzt Weizen geladen. Hier könnt ihr denn, was Spurreißer ist, weiß ich nicht. Da kann ich euch nicht weiterhelfen. Mit Dreier könnt ihr denn eure Dings umschalten, was ihr jetzt sehen wollt. Ja. Ich bleib mal bei Weizen. So, dann Sämaschine senken. Und dann geht's los. Viereck drücken. Klappt wunderbar. So, jetzt steht da, gehört uns. Wir haben Weizen gepflanzt, im Wachstum 96% Ertragsbonus, das ist heftig. So, das macht ihr dann auch mit dem ganzen Feld. Und dann wird nur noch gewalzt. Und wenn ihr das gemacht habt, wartet ihr entweder oder ihr skippt halt die Monate. Das ist euch überlassen. So geht es natürlich schneller. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr schon viele Gebäude und so gebaut habt und dann immer die Tage bzw. Monate skippt, zahlt ihr auch ständig Betriebskosten und so weiter. Wenn ihr da keinen Ausgleich habt, so wie Windkraft, Solarenergie oder so, dass ihr in den grünen Zahlen bleibt, kann euch das natürlich schnell runterreißen. Ne? Also da müsst ihr echt aufpassen. Bei mir ist das nicht mehr der Fall. Ich habe jetzt ungefähr, ich habe ja nur ein Haus gebaut und ein Silo und eine Halle. Und halt meine Solarkraftwerke und die Windkraftwerke und so weiter. Also die, ihr seht es ja. Ne? Bin da, glaube ich, bei 600 im Monat. Ja, wenn ich skippe, muss ich ungefähr 600 Euro zahlen. Es kommt aber bei guten Monaten 150.000 rein. Also, ich brauche mir da keine Platte machen. So, und dann wird hier gewalzt. Moment, gehen wir mal hier rüber, wo wir gerade gesät haben. So. Und dann steht ja nichts mehr, was ihr machen müsst. Dann heißt es nur noch warten. Während ihr den ersten Tag denn schlaft, also den ersten Monat, ich habe ja so eingestellt, dass wenn ich einmal schlafe, vergeht ein Monat. Das kann man einstellen. Es können auch mehrere Monate vergehen. Dann seht ihr schon die ersten Triebe, nennt man das, glaube ich. Und dann dauert es noch ich glaube, 4, 5 Monate. Dann könnt ihr ernten. So. Das war ein Video über das Felder bestellen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, ihr wisst ja, Daumen nach oben, kommentieren,
abonnieren, wer es noch nicht gemacht haben sollte. Ist umsonst. So, dann sehen wir uns zum nächsten Video, zum nächsten Guide-Video. Ich weiß noch gar nicht, worüber. Entweder Forstwirtschaft oder Tiere. Aber mit Tiere kenne ich mich auch noch nicht aus. Da muss ich mich erstmal mit einfuchsen. Also bleibt gespannt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.